da, wo es weh tut. Heute sind wir bei der Premiere von Deutschland, ein Sommermärchen. Wie ihr seht, stehen wir direkt am roten Teppich und freuen uns, weil unsere Nationalspieler werden gleich hier einlaufen und sich den Film reinziehen. Außerdem auf der Gästeliste natürlich Klaus Wowereit, Verena Poth etc. pp. All die Promis, die halt immer da sind, wenn es was zu fressen und zu saufen umsonst gibt. Sie sind sich für nichts zu schade. Und für wen arbeitest du? Für eine Zeitung. Für welche denn? Die heißt Bild. Nein, ich habe hier eine Bild-Reporterin kennengelernt. Ich kann es nicht glauben. Sie sind vorlaut. Haben Sie einen Knutschfleck? Nein. Sicher nicht? Nein. Im Hals? Nein, sicher nicht. Okay. Sie haben ja den Film schon gesehen. Für unsere Zuschauer, die interessiert es ja auch. Wie ist der so stilistisch? Ist das eher so spätes Art Deco, frühes Nouvelle Cuisine? Nein, ich denke, für die Zuschauer natürlich ist es interessant. Was Sie sind charmant. Ich lese jeden Tag Bild, hab dich da aber noch nie gesehen. Wie kommt das? Ich bin ständig mit Foto in der Zeitung. Sie sind top informiert. Michael Ballack soll 70.000 Euro wegen Handtaschenschmuggels zahlen. Tja, blöd gelaufen. Andere Fußballer schmuggeln auch, lassen sich aber nicht erwischen. Willy Sagnol hat unbemerkt einen Cocker Spaniel ins Land gebracht. Junior hat sogar ein Reitpferd durch den Zoll geschmuggelt. Und Roy Mackay hat eine seltene Sumpfgrundel aus dem Ausland eingeführt. Sie sind investigativ. Wer beispielsweise designt, entwickelt, ja, baut technisch immer ausgefeiltere Fußballschuhe. Dahinter steckt natürlich eine ganze Industrie. Hier drin müsste er sein, Erich Sengeknecht. In der Szene nur Leder-Erich genannt. Die Fußballszene nennt ihn nach wie vor wohl Erich Sengeknecht. Von ihm stammt er, der Schuh, der unsere Jungs so treffsicher machen soll, wie einst John Wayne. Sie sind... Coole Jacke. Danke sehr. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst? Die gute, richtig? Sie sehen hier heute mit Abstand, aber mit Abstand am schärfsten aus. Alles klar, dann gehe ich. Nein. Sie sind hartnäckig. Herr Sengeknecht, haben wir es entdeckt, wa? Wie heißt denn nun der Schuh? Das ist ein ganz normaler Halbschuh. Sie sind gnadenlos. Haben Sie noch eine Sekunde Zeit für uns? Ja, ich weiß nicht, wann der Film losgeht. Ja, aber ich denke, die Minute haben wir noch. Komm, Herr Lösch, später. Sie sind... anders. Was Sie machen, ist Hightech. Ähnlich ausgereift wie Sachen aus der Raumfahrt. Was macht einen Hightech-Schuh aus? Ja, das ist hier Obermaterial Kalbsleder. Eingelaufene Sohle, rutschfest. Eine erstklassige Senkbolzen geht bis hier oben hin. Sie sind wild. Entschuldigung. Sie sind verwirrt. Wie beeinflusst der Nachrichtensprecher oder Moderationsduktus dein Privatleben? Ja, mein Gott, was ihr für Fragen stellt. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß hier am roten Teppich. Und sie setzen Prioritäten. Jetzt ruft wahrscheinlich gerade meine Mama an. Sie ist es wirklich. Mama, ich rufe dich gleich zurück. Sekunde, ich arbeite gerade. Ja, genau. Die EM-Manager, die wollen doch nur spielen.